Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben auf Antrag der Regierungsfraktion eine Anhörung zum Thema Drogenmissbrauch an Schulen durchgeführt. Ihre Bilanz daraus lautet, ich zitiere aus Ihrem Antrag, in der Präventionsarbeit an Schulen würden, Zitat, trotz schulgesetzlichem Auftrag immer wieder große Unsicherheiten und aktuelle Herausforderungen bestehen. Meine Damen und Herren, das ist eine erstaunlich inhaltsleere Bilanz für eine so ausführliche Anhörung. Auch für den nun vorliegenden Antrag haben Sie einiges an Bedenkzeit gebraucht. Leider kommt auch er ziemlich oberflächlich daher. Und ich sehe, dass erstaunlicherweise da auch mal eine Kongruenz zur Einschätzung mit der CDU besteht. In Punkt 1 Ihres Antrags wollen Sie die Landesregierung bitten, Daten zur Verbreitung von Suchterkrankungen und Drogenkonsum unter Thüringer Jugendlichen und an Schulen zu erheben. Dieses Vorhaben finde ich grundsätzlich richtig, denn Ergebnis der Anhörung war ja, dass das Datenfeld als solches mehr als lückenhaft ist. Viele, die in der Drogenprävention arbeiten, haben keine Daten zum Drogenmissbrauch, sondern nur ihre persönliche Perspektive aus der Jugendsozialarbeit. Das hat beispielsweise Frau Riedel von Polaris erzählt aus Jena. Andere, wie Herr Leuern von der Landespolizeiinspektion in Erfurt, haben zwar einzelne Daten genannt, aber gerade Herr Leuern hat ja darauf hingewiesen, dass es eher von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer auch ausgeht. Sicherlich ist es sinnvoll, entsprechende Daten zu erheben, wie es auch Ihr Antrag vorsieht. Was mich aber stört, ist, dass Sie nicht sagen, wie diese Daten erhoben werden sollen. Herr Leuern hat ja beispielsweise angemerkt, die Schulen seien nicht verpflichtet, Drogendelikte an die Polizei zu melden. Und an dieser Stelle könnte man ja konkret ansetzen. Und statt das zu tun, schreiben Sie in Ihrem Antrag nur, die Daten sollten mit, Zitat, geeigneten Maßnahmen und, Zitat, fachlich versierten Partnerinnen und Partnern erhoben werden. Welche Maßnahmen sollen denn geeignet sein? Wenn Sie konkrete Vorstellungen hätten, dann würden Sie die doch sicher auch reinschreiben. Und wer sollen die fachlich versierten Partner sein? Planen Sie mit linken Sozialaktivisten oder ernstzunehmenden Personen? Das wäre mir interessant. Den Grünen wäre ja zuzutrauen, dass sie über eine Anschlussverwendung ihres ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführers der Bundestagsfraktion Volker Beck nachdenken, der bekanntlich wegen des Anfangverdachts auf Erwerb und Besitz von Drogen von seinen Ämtern zurücktrat. Diesem nebligen Vorschlag werden wir jedenfalls nicht zustimmen. Den gleichen Vorwurf trifft im Prinzip Punkt 4 Ihres Antrags. Sie fordern, Lehrer in Drogen- und Suchtprävention aus-, fort- und weiterzubilden sowie Schulsozialarbeiter kontinuierlich fortzubilden. Zunächst sind das doch zwei verschiedene Dinge. Der Lehrer hat doch bekanntlich eine vollkommen andere Aufgabe als der Sozialarbeiter. Selbstverständlich ist es nicht vollkommen verkehrt, wenn ein Lehrer Anzeichen von Drogenmissbrauch erkennen kann, aber ein Lehrer sollte vor allem eins unterrichten. Von Ihnen bekommt er wieder eine Zusatzaufgabe, deren Umfang und Nutzen aus Ihrem Antrag nicht hervorgeht. Dann ist festzuhalten, wenn wir immer nur weiter sozialpädagogisieren, dann ziehen wir nie die Wurzel des Übels. Seitens der LPI Erfurt wurden zwei wichtige Punkte angemerkt. Erstens, die Ressourcen der Polizei sind viel zu gering, um umfassende Präventionsarbeit leisten zu können. Und zweitens, in Bezug auf Crystal Meth erklärte Herr Leuern, dass Crystal Meth beispielsweise aus Tschechien herübergeschwappt sei als Problem. Und statt die Schule weiter zu sozialpädagogisieren, liegt doch der Gedanke dann nahe, einfach mal die Polizei zu stärken. Mehr Kräfte für die Präventionsarbeit, bessere Grenzkontrollen und mehr Zeit, Geld und Energie dafür, dass die Drogen gar nicht erst nach Deutschland kommen. Denn eins ist klar, an einer Schule können sich noch so viele Drogendealer herumtreiben. Die können nichts verkaufen, wenn sie keine Drogen haben. Und sie werden auch keine verkaufen, wenn es ihnen zu gefährlich wird, sprich sich die Gefahr erhöht, dass sie erwischt werden. Und hier müssen wir doch grundsätzlich ansetzen. Zu Punkt 2 Ihres Antrags in aller Kürze. Sie wollen erneut, dass die Landesregierung geeignete Maßnahmen unternimmt, um Akteure der Drogen- und Suchtprävention auf kommunaler Ebene zu vernetzen. Auch das ist mir zu wischiwaschi, vor allem nach so einer umfangreichen Anhörung. Zu Punkt 3 Ihres Antrags. Die Landesregierung soll eine Landesstrategie Drogen- und Suchtprävention an Schulen erarbeiten, um landesweit einheitliche und verbindliche schulische Standards für die Präventionsarbeit zu schaffen, sowie die Informationen über bestehende schulische Präventionsprogramme und geeignete Projekte zu intensivieren. Auch das ist mir viel zu oberflächlich, um dem zuzustimmen, vor allem, wenn es von den rot-rot-grünen Fraktionen kommt. Und vor allem, Frau Engel, wenn ich Ihre Rede gehört habe, da zweifelt man ja wirklich an allem. Also eigentlich die ganze Rede war fürchterlich, muss man sagen, was die Thematik angeht. Und gerade was Sie am Ende gesagt haben, Ihre Auslassung, dass die Unterscheidung in legale und illegale Drogen
vollkommen willkürlich sei und die Schlüsse, die Sie gezogen haben, das ist einfach vollkommen daneben bei der Thematik. Allgemein ist mir noch sehr gut in Erinnerung, dass Frau Prof. Weichold von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena in der Anhörung erklärt hat, sie selbst habe zunächst bei der WHO in Genf gearbeitet und dort Richtlinien für die Evaluation von Lebenskompetenzprogrammen entwickelt. Sodann habe sie das Programm IPSI entwickelt und dieses dann selbst evaluiert. Wen wundert es, dass sie dann zu dem Ergebnis kommt, dass ihr Programm gut sei? Falls das mit der Landesstrategie Drogen- und Suchtprävention an Schulen nach dem gleichen Prinzip gemacht werden soll, na dann gute Nacht. Insgesamt ist Ihr Antrag entweder unausgegoren oder absichtlich viel zu vage. Wir stimmen ihm jedenfalls nicht zu. Herzlichen Dank.